Herzlich willkommen zurück. Heute ist der dritte Advent. Marbacher TV. Ich hoffe, der Weihnachtsstress hat euch noch nicht ganz mitgerissen. Und ihr habt schon die meisten Geschenke. Ich habe wieder ein Buch, das ich euch gern vorlesen möchte. Und zwar mein erstes Christkindbuch. Ich hoffe, die Geschichte gefällt euch. Juli spaziert mit Mama und Kuschelbär durch die Einkaufsstraße. Wohin Juli auch schaut, glänzt es golden. Lichterketten glitzern und blinken. Kleine goldene Puppen hängen auf einem Tannenbaum. Juli staunt. Puppen aus Schokolade? Juli mag Schokolade sehr. Doch warum haben die kleinen Schokoladenpuppen Flügel? Wie der Vogel in Julis Bilderbuch. Weißt du das, Kuschelbär? Fragt Juli. Kuschelbär kann das nicht wissen. Er hat ja noch nie Puppen mit Flügel gesehen. Das sind Engel, sagt Mama. Engel zum Naschen? Vielleicht bringt das Christkind auch dir einen Weihnachtsbaum mit süßen Engeln drauf. Weißt du, was ich glaube? Sagt sie geheimnisvoll. Ich glaube, das Christkind fliegt schon umher. Wo fliegt das Christkind? Und wie schaut es aus? Kuschelbär weiß wieder einmal gar nichts. Oder doch? Wenn es im Winter kalt und dunkel wird, erzählt Mama, dann kommt die wundervolle Weihnachtszeit. Wir zünden die Kerzen auf dem Adventkranz an. Erst eine, dann zwei, dann drei und vier. Dann kommt das Christkind bald zu dir. Heimlich und leise kommt es ins Zimmer und bringt dir einen Christbaum und Spielsachen. Das Christkind hat jetzt rund um die Uhr zu tun. Es ist mit echten Engeln unterwegs und schaut, wo liebe Kinder sind, auch nach dir und Kuschelbär. Juli sucht das Christkind bei der Kirchenturmuhr. Kann der helle Schein rund um die Uhr das Christkind sein? Kuschelbär dreht den Kopf hin und her, und das heißt nein. Auf dem Christkindlmarkt sind schrecklich viele Leute. Sie drängen, sie reden laut und lachen. Mama hebt Juli hoch, damit du alles gut sehen kannst, mein Schatz, sagt sie. Kuschelbär will aber das Christkind sehen. Gell, Kuschelbär? Fliegt es dort oben? Juli schaut zum Himmel. Mama nickt. Dort und da und überall, antwortet sie. Das Christkind huscht vorbei, so schnell, dass du es gar nicht bemerkst. Manchmal glänzt und glitzert es in der Luft. Schaust du hin, schon ist es fort. Juli blickt zu dem Stand mit den bunten Spielsachen. Auf dem Dach glänzt und glitzert etwas. Kann das Christkind sein? Kuschelbär dreht den Kopf hin und her. Und das heißt nein. Juli und Kuschelbär stehen zu Hause vor dem Fenster. Draußen ist es dunkel und kalt. Der Mond versteckt sich hinter den Wolken. Vor dem Fenster steht ein riesiger Baum. Wenn es hell ist, kann Juli inzwischen seine kahlen Zweige sehen. Doch nun funkelt und blinkt da etwas. Juli steht still und schaut mit Kuschelbär durch die Scheiben. Juli schaut genau. Jetzt ist alles schwarz. Da funkelt und blinkt es schon wieder. Kann das Blinken und Funkeln das Christkind sein? Kuschelbär dreht den Kopf hin und her. Und das heißt nein. Nun ist es endlich soweit, sagt Mama feierlich. Heute ist Weihnachtsabend. Das Christkind hat Geburtstag. Die große Tür ist verschlossen.
Juli und Kuschelbär dürfen nicht ins Zimmer. Erst wenn das Glöckchen läutet, sagt Mama. Juli drückt Kuschelbär ganz fest an sich und lauscht. Hinter der Tür raschelt und flüstert es. Ein Geheimnis ist hinter der Tür. Ein großes Geheimnis. Ob wir heute das Christkind sehen? Fragt Juli leise. Es läutet. Die Tür geht auf. Im Zimmer ist es ganz hell. Mama nimmt Juli an der Hand und singt fröhliche Weihnacht. Ein Christbaum voller Sterne und Glaskugeln steht da. Mit Glitzerketten und vielen goldenen Schokoengeln. Wunderschön. Und unter dem Baum liegen Päckchen für Juli. Das Christkind war da. Kuschelbär nickt. Und das heißt ja. Das war eine weitere Geschichte. Hier auf Mabacher TV. Für euch kommt das Christkind noch nicht ganz. Es dauert noch eine Woche. Oder sogar ein bisschen mehr. Wir sehen uns nächste Woche, nächsten Sonntag wieder. Am 4. Adventssonntag, wenn wir die 4. Kerze anzünden. Mit der letzten Geschichte für heuer. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Und bitte abonniert meinen Kanal. Dann seid ihr nächste Woche garantiert wieder dabei. Also, bis dann. Baba.